Freitag, den 19. April 2024, war auch am Samstag wieder gute Laune, viel Stimmung und musikalische Highlights beim Stadlbrass 2024 angesagt. Und genau da schauen wir uns jetzt mal für Sie um. Der Einlass und Ausschank öffneten am Samstag ab 16.30 Uhr, um die Gäste auf einen musikalischen Abend einzustimmen. Die musikalische Vielfalt des Festivals begeisterte die Besucher, angefangen bei den Obermüller Musikanten um 17 Uhr, gefolgt von der Pongauer Tanzmusik um 19 Uhr. Die 12 Mährischen sorgten ab 21 Uhr für mitreißende Klänge, bevor die Brassaranka das Publikum ab 23 Uhr zum Tanzen brachte. Bürgermeister Christian Weyrich zeigte sich begeistert von der ausgelassenen Stimmung und dem großen Andrang, der das Festival belebte. Also wir sind absolut stolz, vor allem sind wir aber auch dankbar, dass die Vereine sowas auf die Füße stellen, so viel Kultur, so viel Internationale in Aschau. Es ist ein Mordsaushängeschild, wir haben immer einen riesen Gaudi, ist hervorragend und wir sind wirklich sehr dankbar für die Vereine, dass sie sowas aufziehen und dass sie die Welt nach Aschau holen. Sie waren ja gestern Abend auch schon mit dabei und halt gleich wieder am Start. Wie gefallen Ihnen denn die verschiedenen Musikgruppen? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ja nicht der perfekte Musiker. Also ich höre jetzt nicht das letzte Tönchen höre ich nicht raus, aber es gefällt mir brutal gut und die Stimmung ist einzigartig und deswegen bin ich fast jede Minute, die ich entbehren kann, bin ich da. Das Ganze wird ja auch für einen guten Zweck gemacht. Das geht nämlich auch der Aschauer Jugend wiederum zugute. Das macht den Bürgermeister natürlich dann auch stolz, oder? Ja, natürlich. Wenn unsere Jugend was davon hat, wenn Jugendarbeit gemacht werden kann, Musikunterricht gegeben, die Trachtler haben was davon, da gehört das Geld hin. In die Jugend ist unsere Zukunft, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in den Vereinen, in der Kultur. Und deswegen freue ich mich, dass dort es auf jeden Fall an der richtigen Stelle aufgehängt ist. Die Stimmung war richtig ausgelassen. Es wurde gelacht, getanzt, geklatscht und auf den Bierbänken getanzt. Die verschiedenen Musikgruppen heizten den Festivalbesuchern beim Stadlbrass ordentlich ein und sorgten so für unvergessliche Momente. Die Besucher danken den Musikern immer wieder mit lautstarkem Applaus und waren hellauf begeistert, live mit dabei zu sein. Wie gesagt, ich bin zum ersten Mal da auf dem Festival, das ist eine super schöne Sache. Es ist super schön aufgezogen von den Vereinen, arbeiten alle zusammen, also so jetzt sein, oder? Super. Und was macht für dich das Stadlbrass Festival jetzt aus? Ja, die Gemütlichkeit, die gute Musik natürlich, eine gute Brotzeit und dann passt es einfach gut. Also ich muss sagen, ich bin begeistert, absolut. Also ich habe mich schon gestern darauf gefreut, dass ich heute hier sein kann, weil ich mich auch total gefreut habe, als ich es geschenkt bekommen habe. Dann habe ich natürlich auch gleich erstmal geguckt, was gibt es da oder was für Kapellen sind da. Und einige kenne ich auch vom Erzählen her. Und wir haben ja im eigenen Ort auch eine Musikkapelle und die sind auch alle begeistert, wo ich das erzählt habe, dass ich hier sein darf. Also als Weder hier zu der Nieder haben wir schon mal besser gehabt, aber das ist wurscht. Es kommen viele Bands einfach zusammen, viele Kapellner. Es ist noch klar gehalten, nicht so wie Brasswiesen oder Woodstock. Es ist einfach noch klar und trotzdem die Best-of da und ist einfach geil. Also es hat so einen leicht familiären Charakter. Es ist halt nicht so ein großes Festival und man kommt mit allen Leuten ja gut ins Gespräch, weil es halt etwas kleiner ist und gemütlich ist. Das gefällt uns sehr gut. Und selbst auch ein großer Brass-Fan. Ja, absolut. Wir sind auch alles Musikanten selbst bei uns in der Region und von daher ist natürlich die Affinität zur Blasmusik gegeben, ja. Ja, erstens einmal, weil wir halt beim Orga-Team dabei sind und wir halt auch die Idee gesponnen haben, sowas zu machen. Und wenn es dann so super läuft, wie es läuft, dann ist alles gut. Und man sagt, man braucht ja gerade die Leute fromm. Mittlerweile hat sich das zu einem Familienfest etabliert.
weil man kennt sie halt einfach immer. Weil der, wo einmal da war, der kommt aber auch wieder. Das macht's aus, ja. Für Kurzentschlossene gibt es noch ein paar wenige Restkarten für Sonntag, an dem es dann etwas ruhiger zugeht. Bereits ab 9.30 Uhr öffnen sich dann die Tore für einen entspannten Festivaltag. Ab 10.30 Uhr sorgt die Biergartenmucke für musikalische Unterhaltung, gefolgt vom Winterstart ab 12.30 Uhr. Den Abschluss des Festivals bildet eine kleine Dorfmusik, die ab 14.30 Uhr spielt. Festival bot auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm für alle Musikliebhaber. Es war ein Wochenende voller guter Stimmung, mitreißender Musik und unvergesslichen Momenten. Tja, und für alle, die jetzt das Stadelbrass-Festival in diesem Jahr leider verpasst haben, gibt es eine gute Nachricht. Denn das Stadelbrass-Festival findet 2026 wieder statt. Wir bleiben aber auch weiterhin in Aschau für Sie mit dabei, also bleiben Sie gespannt. Bis dahin, alles Gute, Ihre Nicola Koska. Thank you.